Ja, hallo, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und endlich hier. Wir sind hier bei dem Fest die Ehre des Blutes und müssen da jetzt eine Hexe den Kopf abschlagen. Und die Wege sind ja extrem lang. Wir haben da jetzt ausgerüstet. Ja, Wiederherstellung und eben, dass wir den Weg finden. Und irgendwelche Sturmhändel wollten uns da angehen. Und das finde ich extrem unfein. Wir haben uns aber Ich nicht. schätze die Luft ist rein. Wer? Ja, lass mich in Ruhe. Wir wollen da einfach nur den Questgefährten endlich mal abschließen. Finde ich auch schon ein wenig lästig, dass das so lange dauert. Wo ist denn die? Darauf. Ja, wir haben mittlerweile einen Hund dabei. Ah, das ist ein Weg. Ja, cool. Und ja, vergiss auf alles. Da, Ausdauer. Ich bin gespannt. Ah, da gibt's schon. Ja? Was ist denn das da? Unser Feendall hat einen Schutzgeist aktiviert. Ich finde das ja so cool. Sorry Jungs, aber Feendall hat einen Schutzgeist, echt wahr. Ich möchte euch nur zeigen, was der Junge da drauf hat, unser Feendall. Wir haben den ja ausgerüstet ohne Ende. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Zeige mal die Waffen her. Schau her. Wir haben da eben Ausdauer gesundet absorbieren Kolben. Wir haben Lehmen gesundet absorbieren Axt. Wir haben Lehmen gesundet absorbieren Schwert. Seele fangen und Lehmen. Einen, ja, das ist glaube ich ein daedrischer Bogen. Blitz und Lehmen haben wir, ne, für die Magier, für ihn. Und na, Munition ohne Ende, schaut so aus. Wir haben ihm die sanguine Rose gegeben. Ja, ich habe damit nichts anfangen können, weil bei mir hat sich da überhaupt kein Daedra manifestiert. Stab der Feuerbälle hat er noch und der Stab des Schutzgeistes. Und ich finde es so cool, dass der Junge den Schutzgeist einfach manifestiert Geht ihr hat. voran? Ja, und Jungs, ihr seid auch cool. Schauen wir mal, wer war das? Banditenplünderer, du Kasperl. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich da anlegst. Ja, cool. Ja, okay. Magie, was sind wir hier? Illusion, Heldenmut, Hellsehen. Wir sind da noch immer in der rechten Hand, passt. Wo müssen wir da hin? Ah, da ist schon wieder so ein blödes Vor. Haben wir uns da echt verfranst, oder was? Nö, nee, ja, fast, ja, eben. Komm. Wir müssen da jetzt in die rechte Hand kurz mal unten schließen nehmen. Super, das war ja wieder extrem cool. Ich bin ja auch so ein Pfluftel. Sehen darauf. Ja. Ich glaube, wir sind da richtig. Ja. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ihr seht hier das Zeug. Ich glaube, wir sind hier schon richtig. Ja? Okay.
Ja, und ich habe auch schon richtig Angst. Was hängst du da rum? Puh. Was auch immer das ist, keine Ahnung. So, wir haben es entdeckt. Wir könnten hier Schluss machen, aber wir gehen einmal rein. Und bin ja gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt. Ich glaube, wir sollten uns anders ausrüsten. Ah, egal. So. Wir nehmen nochmal gleich in die Hand. Ja. Unsere Jungs. Ja. Haben wir ja schon. Ne? Egal. Mal schauen. Ja. Einmal, zweimal. Wir sind jetzt zu fünft unterwegs. Und da ist. Wir könnten dann mal was anderes probieren. Feuerball einfach so. Ja, wir sollten treffen auch. Ich treffe die ja nicht. Ihr seid schwach. Da ist eine Riesenspinne. Wir nehmen nochmal den Kopf, ja. Und die brauchen wir auch. Nee. Ich ehre meine mit eurer Vernichtung. Okay, das war's dann auch schon. Okay. Sorry Leute, ich war jetzt so hin und weg. Aber ich bin mir ja nicht sicher, ob das alles, weil wir könnten ja alle da erledigen anscheinend. Und da ist es extrem dunkel. Auch wirklich, ja. Wieso bildet unser Hund permanent? Also. Irgendwie ist das nicht cool. Wir haben da noch was anderes in der Magie, nämlich. Sehen wir schwichtigen? Nein, das war's nicht. Ja, Magie, nämlich. Kerzenschein, Leben entdecken. Ein Lichtkugel, wo sie einschlägt. Okay. Links und passt schon. Machen wir den Lichtkugel mal. So, da ist eine Lichtkugel. Da, dann sehen wir auch was. Da ist nichts. Die hatten wir schon. Und Junge, was ist denn mit dir los? Riesige. Was habe ich denn da jetzt ausgerüstet? Beim Ausrüsten verdrücke ich mich permanent, Leute. Das ist euch schon aufgefallen, oder? Also wir sollten uns da mal kurz mal die Übersicht bewahren. Da gibt's nichts. Wir sind da. Wo sind wir reingekommen? Ich schaue mal auf der Karte nach. Weil da, ja genau. Ah, Himmelsrand, genau. 1, 2, 3, 4, 5 Stück gibt es davon und wir gehen einmal nach links, ja. Schauen wir mal, ob wir drauf kommen. Ich brauche das Licht. Leben entdecken, Kerzenschein. Komm her. Da ist extrem dunkel. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, dann gehen wir da rein einmal. Dass uns auch gleich jeder sieht, wenn wir kommen. Na, das finde ich auch cool. Da ist sicher eine.
Die haben Feuerzauber drauf. Schaut ihr Leute, wir haben da drei Tremora, Jungs. Fiendal hat die Sango ins Rose aktiviert. Leute, wir sind mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jungs. Also 5 Jungs und ein Mädel. Ich finde das ja so cool. Das Spiel, das ist ja extrem lustig. Komm, Luftwerke, das nehme ich dir auch ab und das auch, ja. Vielleicht hast du noch was da im Petto. Also Feendal kann auch die Zauber aktivieren, das finde ich extrem lustig. Da, ich muss da in die First Person. Vielleicht hast du da Salz liegen oder was. Knoblauch ist cool, Entschuldigung. Gibt es ganz selten auch. Ah, ich habe gemerkt, der Knoblauch, die hängen da immer bei den Händlern rum. Aber wenn man glaubt, man kann sie kaufen, hat man sich getäuscht. Was sind da jetzt? Weg da. Die Truhe. Stirbt das Ziel. Ja, kostet was. Zaubertrank. Beständiger Schutz. Verkaufen. Okay. Gut, das war jetzt die erste Höhle mal. Da gibt es Schwammerl. Leute, für eine Schwammerlsuppe. Seht ihr das? Unser Feendal ist extrem cool. Der Junge, ich liebe ihn. Der setzt die Stäbe ein, wie er sie braucht. Okay, was war denn das? Ein Troll. Trollfett, ja. Hammer Troll. Du armer Troll. Gut so. Sollen wir jetzt für jede... Hexe ein eigenes Video machen? Ich weiß nicht. Wir sind mittlerweile jetzt schon bei 10, fast 15 Minuten. Wir sind da rein. Das war die erste. Dann die zweite. Gleich mal schauen. Da gibt es einen Schlurf rein. Da schauen wir auch gleich rein. Ich habe einen Hund nicht mehr gesehen. Ja, komm her. Lassen wir die Jungs einmal arbeiten. Einmal, zweimal haben wir. Wir könnten mal das Schwert ausprobieren, ja. Okay, und den Schild. die falsche, ja. Und das Schwert. Nochmal. Okay. Ah, die lebt noch. Achso. Ja, das stimmt. Du hast schon vollkommen recht. Das konnte wirklich nicht anders ändern. Wir sind einfach in der Überzahl. Nummer 2 und Weizen. Braves Kind. So, wir sind da jetzt bei der dritten Hexe. Und da schauen wir natürlich auch gleich nach, was es da alles gibt. Das Fass ist natürlich ein Fake. Ja? Das gibt's ja. Ja, Spinnenweiber sind cool. Und das ist auch ein Fake. Okay. Ich schaue da kurz in der First Person. Das geht viel einfacher, Leute. Ziegel leer. Wir haben da. Tragödie in Schwarz. Das nehmen wir. Da gibt's einen Arkanenverzauberer. Wäre ja cool gewesen. Seht ihr sonst noch was hier? Ah, du hast noch ein bisschen Gift, ja? Können wir auch brauchen zum Verkaufen. Was ist denn das da? Ein Elch, Leute. Schaut euch ein Elch an.
Wir haben den Hund verloren. Ist euch das klar? Das gibt's ja nicht. Da war ja ein größerer Raum, ne? Darauf. Ja, Leute, ich muss leider hier einen kurzen Schnitt machen. Feen dann und ich verabschieden sich und die Tosita. Wir sind hier wirklich. Ja, wir haben einen Hund verloren. Ja, fauler Sack ist gestorben. Okay, was auch immer. Wir werden das nächste Mal wieder gut machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn wir jetzt Nummer 4 und 5, glaube ich, dann erledigen werden. Euer Toso. Ciao.